Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Liebe-Herbst-Video für den Löwen. Dieses Video ist sowohl für Sternzeichen Löwe als auch für den Aszendenten. Schauen wir mal, was euer Thema ist. Eine Karte bitte. Oh, wie schön, das Küken. Ja, das Küken zeigt immer so etwas wie ein Neubeginn an, wobei das einfach wie eine Entwicklung ist, wie ein Erwachen, ein plötzlich mehr sehen. Also das Küken war ja vorher in der Eierschale drin, die zerplatzt, das Küken kommt raus. Es sieht zum ersten Mal die Sonne, die Wolken, das Gras. Riecht zum ersten Mal die frische Luft. Und das ist so ein Zeichen dafür. Zum einen kann es dafür stehen, dass man die Dinge aus einer anderen Perspektive sieht, dass man plötzlich viel mehr Eindrücke zu irgendetwas bekommt. Es kann auch dafür stehen, dass man plötzlich die Welt sieht, wie sie ist. Und es kann natürlich für ein Neuerwachen stehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die Lenormand-Karten dazu noch zu sagen haben. Ich verwende wie immer die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ich habe die Karten im Vorfeld schon ausgiebig gemischt. Jetzt fällt eine raus, das ist der Herr. Und wenn eine Karte rausfällt, möchte sie sich zeigen, dann ist sie wichtig. Deshalb lege ich sie raus. Okay. Bin ich mal gespannt. An der Unterseite vom Deck liegt der Brief und dieser Platz zeigt eigentlich schon mal, worum es in diesem Reading geht. Der Brief ist eine Kommunikationskarte. Also es muss nicht zwangsläufig ein Brief sein. Es geht meist um Nachrichten oder eine wichtige Nachricht, aber auch um Kommunikation allgemein. In der Mitte vom Reading liegt der Klee. Der Klee ist die Karte der Hoffnung und des Glücks. Ja, und hier haben wir als Themenkarte das Küken, welches ja von einem Neubeginn im Sinne einer Erweiterung spricht. Auch davon, dass man Dinge anders wahrnimmt, wie sie jetzt wirklich sind, was man wirklich möchte, dass man auch oftmals staunt über das, was ist. Und dann ist der Herr noch rausgefallen. Der Herr liegt in meinen Allgemein-Readings immer für dein Gegenüber. Unabhängig vom Geschlecht. Es kann sowohl eine Frau als auch ein Mann sein. Es ist in jedem Fall eine Person, die sehr wichtig für dich ist. Im Liebesreading ist es meistens der Partner oder der angehende Partner. Muss aber nicht sein. Also, es geht ja nicht nur um partnerschaftliche Liebe, es kann auch um Liebe zwischen Mutter und Sohn gehen oder Mutter und Tochter oder was auch immer oder ein guter Freund. Also schau bei dir. Ja, wir haben hier den Mond und der Mond ist eigentlich eine sehr positive Karte, steht für Erfolg, für Gefühle. Der Klee steht für die Hoffnung, für das Glück. Also man hat hier wirklich hoffnungsvolle Gefühle, was hier diesen Hund betrifft. Und dieser Hund steht für Vertrauen, für Treue, oftmals auch für eine tiefe Freundschaft, die das beinhaltet. Ich sehe bei dir, dass du dich mit Plänen beschäftigst, mit Vorhaben. Und dann haben wir hier die Schlange liegen und eben dann den Hund.
Bei der Schlange sehe ich, dass du hier vorhast, etwas zu verzögern, was eben mit diesem Vertrauen zu tun hat. Das heißt, du willst erstmal langsam machen und das langsam aufbauen, bis sich das wirklich in deinem Innern auch verankert hat, bis du dich da sicher fühlen kannst. Ich bekomme aber auch für einige Leute noch etwas sehr Spezielles rein. Und zwar geht es da um eine Ex-Partnerin, ja, mit der man noch ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis haben möchte, wo man noch eine gewisse Sicherheit auch bieten möchte. Und schau da bitte mal bei dir, was es genau bei dir ist. Ja, der Anker. Das ist so, diese Karte liegt eigentlich an dem Platz, den du nicht einsehen kannst. Sie liegt im Dunkeln. Da geht es um die Lebensgrundlage. Für den einen oder anderen kann das aber auch ein Hinweis sein, dass es irgendwie mit deiner Arbeit auch zu tun hat. Also, dass das da um einen Arbeitskollegen zum Beispiel geht. Für viele ist es einfach so, dass man hier abwarten möchte, dass man langsam machen möchte, das Vertrauen langsam aufbauen, bis sich das so innerlich auch gefestigt hat. Bei der nahen Zukunft, da habe ich hier dann das Haus und den Fuchs liegen. Das Haus steht für Familie, für Stabilität, aber auch für diesen Wohlfühlort, wo man sich sicher fühlt. Und dieser Fuchs ist immer ein Warnsignal. Also hier läuft etwas schief. Wir haben hier nebendran den Schlüssel, der ja für die Türen steht, die sich öffnet, also die Türe, die sich öffnet, Entschuldigung, für die Möglichkeiten, die sich ergeben. Und mit diesen Möglichkeiten läuft etwas schief. Das mögen so, ja, Fake-Möglichkeiten sein, wie falsche Versprechen. Und für einige bekomme ich allerdings auch rein, dass das hier gefühlstechnisch so ist, dass es eher aufs Misstrauen geht. Also das bedeutet dann eher, dass ihr hier misstrauisch seid, was sich für euch ergibt, welche Möglichkeiten da entstehen. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Wofür liegt denn hier der Fuchs? Eine Karte? Aha, da geht es mit dem Herz natürlich um Liebe und Zuspruch. Okay, und mit dem Kreuz ist das hier schicksalhaft. Schicksalhaft heißt, es ist wichtig, es muss so sein, es führt kein Weg dran vorbei. Gut, ich verstehe es aber noch nicht ganz, was das hier mit diesen Möglichkeiten zu tun hat. Schauen wir mal. Was bedeutet denn der Fuchs im Zusammenhang mit diesen Möglichkeiten? Eine Karte bitte. Oh, das war ein bisschen mehr. Also, da haben wir, sieht man das noch? Den Park. Die Wege, die Störche und das Buch. Und an der Unterseite vom Deck die Sense. Okay, das ist jetzt wirklich spannend. Also im äußeren Umfeld gibt es eine Entscheidung. Also das heißt, jemand anders entscheidet, nicht du. Und das führt zu einer Veränderung bei dir, von deiner Situation.
die dir hier Einblicke ermöglicht. Gleichzeitig sehe ich das aber auch als einen gewissen Lernauftrag bei dir. Also du erfährst hier etwas oder durchschaust hier etwas, was vorher geheim war. Und das passiert recht plötzlich. Das kann sehr schnell und unerwartet kommen. Okay. Das ist sehr interessant. Jetzt möchte ich doch so gerne mal eine Karte zu dem Herrn, ob es da etwas Spezielles gibt. Eine Karte noch bitte zum Herrn. Wie ist der dir denn überhaupt gesonnen? Das wäre ja auch noch interessant zu wissen. Okay, da haben wir zwei, drei sogar. Moment. Das Schicksalskreuz, den Hund und die Wolken und das Buch. Ja, das ist hier schicksalhaft mit dem Kreuz. Und es zeigt mir hier, es geht ums Vertrauen, um Treue. Und das ist hier alles im Unklaren. Also es ist unklar, wie sehr du hier vertrauen kannst. Und mit dem Buch sehe ich aber, dass es darum geht, die Erkenntnis zu bekommen, Dinge herauszufinden, die man vorher noch nicht wusste. Das ist schon sehr, sehr spannend, ihr Lieben. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Gut. Ich hätte jetzt gerne noch eine Karte als Rat hier, weil mit dem Hund wäre es eigentlich auch so, dass du hier auch vertrauen sollst, aber ich habe einfach auch den Eindruck mit diesem Vertrauen, dass es hier wirklich, du sollst hier wirklich langsam machen mit Vertrauen. Und jetzt schauen wir mal, was die Lenormand-Karten da noch sagen. Noch ein zusätzlicher Rat. Oh, die Sense. Und das Schiff. Also was ich hier reinbekomme, ist sofort auf Distanz gehen mit dem Schiff. Sofort auf Distanz gehen. Für einige bekomme ich sogar rein Kappen, Vertrauen Kappen. Sehr spannend, wirklich. Schauen wir doch mal, was hier noch als Rat für dich zur Verfügung steht. Das ist wirklich ein verrücktes Reading. Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Dieser Rat bezieht sich mit Sicherheit auf diejenigen, wo es hier um Misstrauen geht. Wenn ihr sehr misstrauisch seid, dann spürt es natürlich euer Gegenüber und es ist auch verunsichert. Aber ja, ich weiß wirklich nicht, was ich zu diesem Reading noch sagen könnte. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was ich an Kommentaren bekomme. Lass mir gern einen Daumen hoch, wenn dir das Reading gefallen hat. Auf mich wirkt es irgendwie etwas verwirrend, aber ich bin ja auch nicht in deiner Situation. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute, mach das Beste draus, komm gut durch den Herbst.